Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um das Thema Herzschwäche. Wie bemerken wir das? Was gibt es zu analysieren und was sind die besten therapeutischen Maßnahmen? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Dr. Med. Volker Schmiedl. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Volker. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Herzschwäche, was gibt es dazu eigentlich zu sagen? Ist es weit verbreitet? Nimmt es zu in der Gesellschaft? Was sind so deine Wahrnehmungen oder Zahlen? Genau müsste man eigentlich sagen, Herzmuskelschwäche. Mhm. Ja, die koronare Herzerkrankung, wo Herzkranzgefäße verengt sind und dann zu Schlaganfällen führen, das ist ziemlich präsent. Da weiß jeder was darüber. Die Herzmuskelschwäche oder Herzinsuffizienz führt zu ein bisschen stiefmütterliches Dasein. Ja, das müsste eigentlich viel mehr in den Fokus geraten, weil es recht häufig ist. Also gerade Krankenhausaufenthalte, da macht es doch einen gehörigen Anteil aus. Und was vielen auch nicht bewusst ist, ist die in der Regel schlechte Prognose. Ja, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte oder hat einen Bypass bekommen oder einen Stent, dann weiß man, oh, der hat verengte Herzkranzgefäße, der hat ein großes Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen. Aber Herzinsuffizienz, der Herzmuskel ist ein bisschen schlapp, ja, da können wir jetzt nicht drei Treppen auf einmal mehr hochgehen, aber da kann man doch leben, ja. Na, das ist nicht ganz so. Es hängt natürlich vom Stadium ab. Mhm. Also wenn eine Herzmuskelschwäche da ist, kann der Arzt natürlich messen, wie stark die ausgeprägt ist. Die wichtigste Untersuchung dafür ist die Herzultraschalluntersuchung oder Echokardiographie. Da kann wirklich die Herzmuskelfunktion gemessen werden und da wird die Ejektionsfraktion gemessen. Also wie viel mit einem einzigen Stoß ausgeschüttet wird aus den Herzhöhlen. Und normal ist ca. 60%. Also 50%, 45%, das wäre dann eine leichte Schwäche. Unter 45% wäre dann schon eine mäßige Schwäche. Unter 30 wäre wirklich eine massive Schwäche. Unter 25 ist man nicht mehr lebensfähig, dann muss man herztransplantiert werden. Ja? Und je höher das Stadium der Herzschwäche ist, desto geringer ist die Überlebensrate. Also schon bei einer leichten Schwäche ist so die 5-Jahres-Überlebensrate so etwa 80-90% oder umgekehrt 10% sterben. Ein fortgeschrittenes Stadium, also 30% oder weniger, ist in nach 5 Jahren die Hälfte tot. Also die Herzmuskelschwäche hat eine Prognose wie Krebs. Mhm. Hat aber keiner auf dem Bildschirm. Ja, Krebs, oh Gott, tödlich, ja, das weiß jeder. Mhm. Wobei es mittlerweile auch Krebsarten gibt. Brustkrebs der Frau, wenn der wirklich früh entdeckt wird, ja, Überlebensrate von über 90%. Ja, klar, Metastasen ist schlimm, aber eine fortgeschrittene Herzmuskelerkrankung hat eigentlich eine Überlebensrate wie ein schwerer Krebs. Das ist vielen nicht ganz klar. Woran erkenne ich denn, wenn ich tendenziell darunter leiden sollte? Mangelnde Leistungsfähigkeit. Mhm. Okay, da gibt es dann wieder viele Ursachen dafür. Ja, ich wollte sagen, ja so. Ja, aber Herzmuskelschwäche ist eine, an die man denken sollte. Also wenn jemand sagt, Mensch, das Treppensteigen fällt mir immer schwerer, ich habe immer mehr Luftnot oder ein anderes Symptom wäre zum Beispiel auch Wasser in den Beinen. Also wir müssen dazu sagen, wir haben ja 2 Herzen in unserer Brust. Ja, mhm. Wir haben ein rechtes Herz, wir haben ein linkes Herz. Wenn also das rechte Herz schwach ist, dann staut sich das eher in den Kreislauf zurück. Dann haben wir Symptome wie dicke Beine zum Beispiel. Gibt es auch noch mehrere Ursachen dafür. Kann ja auch von den Nieren oder von dem Eiweißmangel kommen. Aber man sollte zumindest an das rechte Herz dann denken. Und Linksherzschwäche, das staut es quasi in die Lunge dann zurück und die Leistungsfähigkeit ist nicht so groß. Also im schlimmsten Fall könnte man dann Wasser in die Lunge bekommen bei einer sehr schweren Linksherzinsuffizienz. Und wie gesagt, wir können nicht mehr so viel Treppen steigen, wir können bergauf gehen, nicht mehr so gut machen. Die gesamte Leistung nimmt ab. Wenn also jemand sagt, Mensch, früher konnte ich unbegrenzt Treppen steigen und jetzt muss ich immer nach 2 absetzen, muss ich eine Pause machen, erstmal durchschnaufen, dann gibt es einige Dinge, an die man denken sollte, aber Herzschwäche wäre unbedingt eine Krankheit, die dann nachgewiesen oder ausgeschlossen werden sollte.
Ist die hausgemacht? Bin ich da selber für verantwortlich oder ist es Pech? Also es gibt ein paar Krankheiten, die dazu prädisponieren. Zum Beispiel eine dilatative Kardiomyopathie, das ist eine unglaubliche Erweiterung des Herzmuskels, die nach Herzmuskelentzündung zum Beispiel auch kommen kann. Ja, im Moment haben wir ja gerade ein Problem mit Herzmuskelentzündungen. Also wir werden vermutlich allein dadurch in den nächsten Jahren auch einen Anstieg von Herzschwächen erleben. Das ist jetzt eigentlich schon vorprogrammiert. Manchmal weiß man auch die Ursache von so einer dilatativen Kardiomyopathie nicht. Bluthochdruck, je höher der Blutdruck ist, je länger der Blutdruck besteht, desto mehr muss das Herz ja gegen den Gefäßwiderstand anarbeiten. Das kann das Herz auf Dauer auch schwächen. Koronare Herzerkrankung, wenn also der Herzmuskel nicht gut durchblutet wird, das mag der Herzmuskel auch überhaupt nicht. Da kann er im Laufe der Zeit auch schwächer werden. Also es gibt viele Gründe für eine Herzschwäche. Manchmal weiß man es auch gar nicht, warum. Jetzt gerade nach einer Herzmuskelentzündung, das ist ja schon auch ein sehr heikles Thema. Das ist ja auch so extrem gefährlich. Es gibt ja auch welche, die bei so einer Entzündung auch wirklich, was passiert da? Also was macht die Herzmuskelentzündung so riskant? Die Herzmuskelentzündung ist deshalb so riskant, weil sie im akuten Fall zu Herzrhythmusstörungen führen kann. So das typische Beispiel eben der Fußballspieler, der dann auf dem Platz ohnmächtig wird, und wir hatten es auch bei der Europameisterschaft mit dem einen dänischen Spieler, das war so der klassische Fall. Er hat halt das Glück gehabt, dass da wirklich professionelle Helfer sofort mit dabei waren. Das haben viele Sportler eben nicht. Typisches Beispiel, ein Sportler hat eine Infektion, und das kann ein ganz banaler Schnupfen sein, aber viele Viren können auch auf den Herzmuskel gehen, dann eine leichte Entzündung verursachen, die der Patient gar nicht bemerkt. Und wenn ich dann aber zu früh wieder anfange, Sport zu machen, und die Herzzellen sind dann einfach irritierbarer, sie können einfach leichter dann eine Rhythmusstörung bekommen, und dann kann eben auch leichter ein Kammerflimmern ausgelöst werden, und das führt dann zu diesem sogenannten plötzlichen Herztod. Das ist so der Werdegang. Kann ich eine Herzinsuffizienz auch wieder regenerieren? Eigentlich nicht. Es ist eine strukturelle Störung, und die Medizin sagt, funktionelle Störungen, die können wir durchaus wieder in den Griff kriegen, aber organische Störungen, wenn da wirklich was zerstört ist, das können wir nicht wieder hinkriegen. Ja? Wir werden ganz am Ende noch ein Beispiel sehen, was mich selber massiv überrascht hat, wo ich gezeigt habe, es scheint doch zu gehen. Ah? Es scheint doch zu gehen. Ja, ich war da selber massiv erstaunt. Schulmedizinisch, nein, können wir es nicht wieder zurückbilden. Du hast uns auch ein paar Daten mal mitgebracht, wie du an die Diagnostik rangehst, oder? Was für den Patienten ausschlaggebend ist, wenn er wirklich mit der Kurzatmigkeit, mit der Leistungseinschränkung zu dir kommt in die Praxis? Also erstmal, die Diagnostik wird vom Kardiologen gemacht, wie gesagt, mit dieser Herzultraschalluntersuchung. Das ist immer noch das Nonplusultra. Ich mache auch gerne noch eine Laboruntersuchung. Es gibt einen Blutwert, der heißt NT-proBNP. Wird aus meiner Sicht leider viel zu selten von den Kardiologen gemacht. Der spiegelt die Herzbelastung wider. Also wenn dieser Wert sehr hoch ist, dann heißt das, das Herz ist belastet, es ist geschwächt. Und mit diesem Wert kann ich aber auch den Erfolg der Therapie erkennen. Es werden ja, schulmedizinisch werden ja bestimmte herzentlastende Mittel eingesetzt, ja. ACE-Hämmer zum Beispiel, Beta-Blocker, gegebenenfalls auch Diuretika, Entwässerungsmittel. In ganz schweren Fällen, früher hat man das regelhaft gemacht, auch die guten alten Digitalis-Präparate setzt man heute kaum noch ein, ja. Aber das sind so Mittel, die man bei der Herzschwäche eingesetzt hat und auch noch tut. Und wenn dann eben dieser NT-proBNP-Wert absinkt, dann weiß man, aha, meine Therapie greift. Das wäre natürlich, wenn ich eine naturkundliche Therapie ergreife, dann würde das natürlich genauso funktionieren. An einem fallenden Spiegel kann ich erkennen, aha, meine Therapie greift, sie ist wirksam, ich tue dem Herz etwas Gutes. Der Grund für die häufige Herzmuskelentzündung in letzter Zeit ist ja dem einen oder anderen bekannt. Gibt es da
schon Daten oder Fakten, wo du sagst, da wissen wir jetzt überhaupt mal, wie wir überhaupt mit der Therapie ansetzen sollen, welche Untersuchungen man machen soll, oder wie wir nochmal in Regenerationsmöglichkeiten kommen? Also nochmal, die konventionelle Medizin hat da im Prinzip gar nichts, ja. Eine symptomatische Therapie, wenn eben da jetzt auch akut mal eine deutliche Herzschwäche da ist, aber ansonsten jetzt nur Entzündung wird gar nicht behandelt. Ruhe, also wenig körperliche Belastung. In schweren Fällen müssen die wirklich Monate, vielleicht sogar ein Jahr lang komplett auf körperliche Belastung verzichten. Mhm. Das ist die einzige Therapie, die ich da kenne. Mhm. Naturkundig haben wir natürlich eine ganze Menge in der Hand, ja. Wie bei jeder Entzündung möchte ich die antientzündlichen Stoffe, Omega-3, Vitamin D, Selen, Zink, die möchte ich optimiert haben, damit ich die Entzündung im Körper zurückfahre. Ja, super. Das funktioniert auch gut. Und von Omega-3 wissen wir, und für die koronare Herzerkrankung, für Herzinfarkt ist das mittlerweile gut belegt, dass mit einer guten Ausstattung mit Omega-3 im Herzen ein sogenanntes Remodeling möglich ist. Mhm. Also das heißt, dass der Herzmuskel, die Zellen sich dann auch tatsächlich wieder erholen und zurückbilden können. Und wir wissen, dass wenn ein Herzinfarkt da ist, haben wir ja immer eine Narbe. Da geht ja auch Gewebe, geht kaputt. Und auch da war die Lehrmeinung, Gewebe, was kaputt gegangen ist, das kann sich nicht wieder regenerieren. Narben heilen nicht wieder, das funktioniert nicht. Jetzt hat aber mittlerweile so viele Studien gehabt, wo man gesehen hat, dass die Leute mit dem Herzinfarkt in der Funktion eingeschränkt sind. Also eine große Herzinfarktnarbe ist natürlich auch eine der Hauptursachen für Herzschwäche. Mhm. Und da hat man gesehen, der Herzmuskel erholt sich wieder, die Herzleistung steigt unter Omega-3 stärker an als unter einer Placebo-Therapie. Für Zustand nach Herzinfarkt und Herzschwäche nach Herzinfarkt ist das mittlerweile belegt. Super. Du hast uns noch Folien mitgebracht. Ja, zum Omega-3. Vielleicht machen wir noch einige andere Nährstoffe, die auch noch wichtig sind, wo ich jetzt keine Folien habe. Mhm. Vitamin D ist für mich auch extrem wichtig, nicht nur wegen Entzündung, sondern auch wegen der Herzmuskeltätigkeit. Und aber zu Vitamin D gibt es ja ganz, ganz viele Vorteile. Das machen wir jetzt vielleicht ein bisschen kürzer. Aber Eisen. Eisen hat kaum jemand auf dem Bildschirm. Auch die Kardiologen leider immer noch viel zu wenig. Eisen ist wirklich extrem wichtig, gerade bei der Herzschwäche. Wir brauchen Eisen für die Muskelfunktion. Okay, das weiß jeder Sportler. Aber der Herzmuskel muss eben auch super gut damit ausgestattet sein. Und da reichen eben auch die normalen Normwerte nicht aus. Beim Eisen haben wir so Normwerte so von 20 bis 400. Eine riesige Range. Okay. Ja. Nein, das stimmt nicht. Auch da sind wieder die Eisenmangelpatienten sind da einfach mit reingekommen. Mhm. Ja. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich möchte normalerweise einen Eisenspiegel über 50 haben. Das ist für mich das Mindeste. 75 wäre besser, 100 wäre gut. Ein Leistungssportler würde ich unter 100 nicht in den Wettkampf lassen. Der ruft nicht seine 100%ige Leistung ab. Aber einen geschwächten Herzpatienten würde ich in dem Fall genauso wie einen Leistungssportler ansehen. Das heißt, da will ich Werte über 100, am besten so 100 bis 150 haben. Und da misst du den Eisenwert oder Hämoglobin oder wie heißt? Sehr gut, gute Frage. Bitte niemals den Eisenwert messen, immer den Ferritinwert messen. Das Ferritin ist das Speichereisen. Mhm. Das ist viel genauer. Einzige Ausnahme, wenn eine starke Entzündung da ist, dann kann es sein, dass das Serumeisen mal niedrig ist und das Ferritin ist sehr hoch. Das heißt, dann täuscht mir die Entzündung eine gute Eisenversorgung vor, die eigentlich gar nicht da ist. Also in dieser Konstellation muss ich die Entzündung erst runterfahren und dann muss ich nochmal messen, wie denn eigentlich der wirkliche Speichereisenwert da ist. Also muss ich Ferritin und CRP eigentlich parallel überprüfen oder machst du CRP-sensitiv? CRP kann man natürlich auch machen. Ich meine, wenn jetzt jemand gar keine Entzündung hat, auch gar keine Hinweise auf Entzündung, dann muss es auch nicht unbedingt sein. Also wenn eben Verdacht auf chronische Entzündung da ist, kann man eben das Serumeisen messen oder das CRP. Beides geht als Entzündungsmarker. Ja. Okay. Nochmal zum Ferritin, warum wir das optimal haben wollen. Es gab vor einigen Jahren eine Studie der Charité in Berlin,
große anerkannte Klinik, die mich wirklich überrascht hat, weil ich wäre nie darauf gekommen, so eine Studie zu konzipieren. Mhm. Und die haben gesehen, wenn Menschen wirklich super gut mit Eisen ausgestattet werden, dann sinkt die eben erwähnte hohe Mortalität bei den Herzinsuffizienzpatienten deutlich ab. Das heißt, ich kann mit einer optimalen Eisentherapie wirklich richtig Menschenleben retten. Also nach dieser Charité-Studie ist es heute eigentlich ein Kunstfehler, einen herzschwachen Patienten nicht optimal mit Eisen auszustatten. Was haben die in der Studie verwendet, um den Eisenwert aufzufüllen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Aber letztendlich, was im Körper angekommen ist, ist dann eigentlich egal, wo es hergekommen genau, ist. Genau, ja? Deswegen hat es mich nämlich interessiert, weil da gibt es genau. ja auch wieder Unterschiede, oder, in der Eisenaufnahme. Ja. Es gibt die normalen Eisenpräparate aus der Apotheke mit 50 bis 100 Milligramm pro Einheit. Sind manchmal vom Magen-Darm nicht so gut verträglich, Verstopfung, ja. Viele vertragen die auch, dann kann man die auch nehmen, ja. Wenn jetzt jemand wirklich riesige Probleme hat mit dem Magen-Darm-Trakt durch höhere Eisendosen, kann man entweder niedrige Dosierungen geben, so im Bereich von etwa 14 Milligramm, das ist so der Tagesbedarf, den wir mit der Ernährung haben. Also wenn ich mit der Durchschnittsernährung 14 Milligramm bekomme und gebe dann eben dieselbe Menge nochmal mit einer Eisentablette dazu, dann wird das in der Regel auch ziemlich gut vertragen. Es gibt mittlerweile auch ein chelatiertes Eisen. Und das Eisen also nicht im Magen-Darm-Trakt in die Ionen heruntergebrochen wird, sondern quasi in toto als Chelateisen aufgenommen wird, ist viel besser verträglich. Und wenn dann wirklich gar nichts geht, also wenn jemand sagt, oh, Eisen vertrage ich in keiner Form, dann bleibt im Prinzip dann nur noch die Infusion übrig, ja. Wo man aufpassen muss. Für mich wird teilweise in der Schweiz auch so ein bisschen zu viel infundiert. Also ich möchte jetzt auch keine Werte haben, die deutlich über 150 sind. Wir wollen es schon gut machen, wir müssen es aber auch nicht besser als gut machen. Ja? Mhm. Wenn also jemand Eisentablettenpräparate gar nicht verträgt oder auch mal, wenn der Eisenspiegel sehr niedrig ist und es geht dem Patienten wirklich dreckig, ja, dass ich sage, ich will jetzt nicht 6 Monate warten, bis mit einer niedrig dosierten Eisentablette der Wert einigermaßen vernünftig ist, dann sollte und kann ich auch mal eine Infusion geben. Gibt es irgendwelche anderen Blutwerte, die kollidieren mit Eisen, wo man sagt, na okay, wenn man, was weiß ich, einen chronischen B12-Mangel hat, dann haut das Eisen immer raus, irgend solche Zusammenhänge? Nee, kann man so nicht sagen. B12 und Eisen ergänzen sich dann natürlich beim Erythrozyten oder beim Hämoglobin. Mhm. Ja, Hämoglobin ist ja der Blutfarbstoff, der Eisen enthält. Und B12 brauchen wir für die Zellteilung. Mhm. Ja, wir haben ja einen riesigen Umsatz der Erythrozyten. Alle 3 Monate wird das Blut ja quasi einmal komplett ausgetauscht. Und da brauchen wir B12. Also diese beiden Stoffen ergänzen sich. Aber man kann nicht sagen, B12-Mangel behindert die Eisenaufnahme. Das stimmt so nicht. Ja. Nee, das war jetzt nur eine Frage, ob es da irgendwelche anderen Werte gibt, die du noch mit dazu misst. Nee, da eigentlich zu gucken, nicht. Und ein anderer wichtiger Wert bei Herzschwäche ist noch das Q10. Mhm. Ja, Q10 ist ein wichtiger Wert für die Muskelfunktion. Unsere Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, brauchen bestimmte Nährstoffe. Und die beiden wichtigsten sind für mich eben Eisen und Q10. Darum tue ich was Gutes für die Mitochondrien, wenn ich mit diesen beiden Nährstoffen gut ausgestattet bin. Und dann möchte ich eben auch bei der normalen Erschöpfung reicht mir aus, wenn ich Q10 wirklich im guten Normwert habe. Aber bei einer Herzschwäche möchte ich doch deutlich über den oberen Normwert hinausgehen, dass wirklich die Herzmuskelzellen satt mit Q10 versorgt sind. Mhm. Und im Omega-3 messe ich dann eben auch. Ich will da optimale Werte haben. Beim Omega-3 habe ich da jetzt auch mal ein, zwei Folien mitgebracht. Mhm. So schaut so eine Analyse aus. Da messen wir den Omega-3-Index, wo wir eben ja schon gesagt haben, der sollte bei 8-11% liegen. Und da haben wir hier jemanden, der hat eben nur knapp über 4. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht, ja. Nochmal Herzrhythmusstörungen. Wir wissen, wenn der Index unter 4% liegt, dann haben wir 90% mehr plötzlichen Herztod. Nee, Entschuldigung, ich habe was Falsches erzählt. Wenn er über 11 liegt,
über 8, wenn er über 8 liegt, dann haben wir 90% weniger plötzlichen Herztod. Und wenn er unter 4 liegt, dann haben wir 900% mehr plötzlichen Herztod. Das sind die Zahlen. 10-mal so viel. Wahnsinn. Also darum sollten wir bei jedem Herzpatienten den Omega-3-Index wirklich super gut haben. Kann man den auch zu hoch haben, wobei die Chance, dass es bei uns passiert, ist natürlich relativ unrealistisch. Ja, also mit der Ernährung geht's gar nicht. Ja. Ja, mit Nährstoffen natürlich schon, das ist möglich. Ich hatte neulich meine Patientin, die hat wegen Migräne 3 Esslöffel Fischl am Tag genommen. Mhm. Die hatte dann einen Index von 20. Mhm. Wie gesagt, ich möchte ja 8-11% haben. Über 16% könnte man tatsächlich Probleme mit der Gerinnung bekommen. Delfine haben 19. Also 20 ist definitiv zu viel. Definitiv zu viel. Also ich habe sie dann auf 1,5 Esslöffel runtergehandelt und die Migräne ist immer noch weggeblieben. Also wir sind jetzt beide glücklich damit, ja. Mhm. Aber man muss schon riesige Mengen nehmen, um in diese Bereiche zu kommen. Wie ist denn diese Thematik, wenn ich es direkt frisch einnehme, das Omega-3 und das Blut dann messe, kommt es auch zu erhöhten Werten, die einfach damit zusammenhängen, dass man es gerade zu sich genommen hatte vor der Blutentnahme? Beim Vitamin D konnte ich das auch immer mal wieder beobachten. Also die Regel lautet einfach, es wird manchmal gesagt, wir sollen 3 oder 7 Tage das nicht nehmen. Mhm. Das halte ich für kompletten Quatsch. Mhm. Wir sollten 12-24 Stunden vorher nichts genommen haben. Ja, also wenn ich am Abend vorher noch eine Fischportion hatte oder eben auch mal mein Öl im Salat genommen habe, das ist kein Problem. 12 Stunden Karenz, wie wir das bei anderen Blutwerten ja auch haben. Ja, einfach die normale Nachtruhe reicht völlig aus. 12-24 Stunden. Eine längere Pause möchte ich nicht haben, weil dann gehen die Spiegel ja wieder runter. Ja, klar, ja. Ich will ja unter der jetzigen Ernährung oder Einnahme der Präparate will ich den Spiegel ja messen. Also einfach die normale Einnahme beibehalten, aber nicht ein paar Stunden vorher oder direkt am Morgen vorher nicht gemessen haben. Ja. Ja. Okay, das ist jetzt halt keine Standarduntersuchung. Da muss ich also wirklich aktiv sagen, was muss ich sagen, was ich da will. Ich will eine Fettsäureanalyse haben. Und da bestehe ich dann aber drauf, nicht aus dem Serum. Die meisten Labore machen es leider aus dem Serum. Ich möchte es aus dem Vollblut haben. Das ist bei Omega-3 ist es viel, viel wichtiger. Mhm. Und dann kriegt man, dann kriegt man eben so eine Liste von vielen Fettsäuren. Wir gehen jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Die wichtigsten sind eben EPA und DHA, die beiden wichtigen maritimen Fettsäuren. 2, 3 andere gucke ich mir auch immer noch mal an, aber alle Fettsäuren davon brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Die Arachidonsäure ist doch aber auch so ein Thema wegen Entzündungen. Lohnt sich das auch anzuschauen? Ja, natürlich. Gerade wenn Entzündungen da sind, möchte ich die eher niedrig haben. Ja. Das sind die tierischen Fette. Wurst, Fleisch, Käse, Butter, da ist die Arachidonsäure drin. Haben wir es auch in Eiern? Eier auch, ja. Kann ich das beeinflussen durch Bio oder? Nö, Bio. Nee. Auch Bio-Tiere sind Tiere. Also ja, da hat Bio okay. keinen Einfluss da drauf, ja. Mhm. Nee, das ist da ganz genauso. Okay. Natürlich darf man ein Ei auch mal essen. Wir werden ja keine 100 Gramm Eier am Tag essen. Das macht man normalerweise nicht. Ja, ja, vor allen Dingen, ich glaube, es kommt letztendlich vielleicht auf die Kombination drauf an, genau. oder? Wenn ich ein gutes Algenöl zu mir nehme, ist es vielleicht auch ein Stück weit ausgleichend oder wie so ein Gegenspieler. Ein Stück weit kann man es dann kompensieren, das ist richtig, ja. Also hier nur mal zeigen, wie sowas ausschaut, ohne dass man jetzt auf die Einzelheiten eingeht. Und hier nochmal Kriterien für ein gutes Omega-3-Präparat. Wenn Fisch oder Algenöl ranzig geworden ist, dann schmecken und riechen wir das. Ja. Darum sage ich immer allen Patienten, die das nehmen, die Kapsel nehmen, bitte mal drauf beißen, dann könnt ihr erkennen, ob das noch gut ist oder nicht. Ausreichend hohe Quantität, also nochmal 3 Esslöffel braucht nicht jeder, Gott sei Dank. Ja. Aber die Standarddosis bei einer normalen Ernährung und einem Normgewicht von 70, 75 Kilogramm ist eben 2 Gramm EPA DHA, 1 Esslöffel Fischöl oder 15 normale Fischölkapseln oder 4-6 große Kapseln. Und ja, ein bisschen muss man auf das Preis-Leistungs-Verhältnis noch achten. Ein gutes Omega-3-Präparat würden 2 Gramm
und der Größenordnung etwa ein Euro kosten. Mhm. Ja, damit ist man schon ganz gut dabei. So, und hier nochmal ganz zum Schluss eine Falldarstellung. Ein Patient, den ich seit mehr als 20 Jahren betreue, und der hat eben so eine dilatative Kardiomyopathie gehabt, ja. Ob er die durch eine genetische Störung hat oder... Das ist jetzt eine, übersetze es nochmal. Dilatative Kardiomyopathie, also Kardio, Herz, mhm. Myopathie, Muskelschaden. Mhm. Dilatativ, die Herzhöhlen sind enorm ausgeweitet, deutlich vergrößert. Also eine verschleppte Herzmuskelentzündung oder... Oder es gibt auch bestimmte genetische Ursachen, die okay. sowas machen können. Mhm. Ja. Und wie gesagt, konventionell, das ist nicht heilbar, das ist nicht rückbildbar. Mhm. Der linke Ventrikel, die linke Herzkammer war mäßig vergrößert, Pumpfunktion deutlich eingeschränkt. Ich glaube, er hatte 35% Pumpfunktion. Mehr hat er nicht gehabt. Mhm. 35%. Seit mehr als 15 Jahren in meiner Behandlung. Und er hat natürlich, er hat ACE immer bekommen, er hat Beta-Blocker bekommen, Spironolakton, alles, was die Schulmedizin zu bieten hatte, hat er bekommen. Hat sich dann aber eigentlich durch die Medikamente, weil der Blutdruck dann so stark gesunken ist, ja, hat er sich mehr beeinträchtigt gefühlt als durch die Krankheitssymptome. Mhm. Ja. Es ging ihm nicht gut damit. Dann ist er zu mir gekommen, was kann man denn machen? Und dann sage ich so, das sind meine vier wichtigen, bei Herzschwäche, Q10, Vitamin D, Omega-3, Grategos, der Weißdorn. Weißdorn stärkt tatsächlich das Herz. Und dann hat der Patient selber, und ich habe ihm nicht dazu geraten, weiß Gott nicht, er hat selber in eigener Verantwortung seine Medikamente nach und nach abgesetzt. Mhm. Wenn er mich gefragt hätte, ich hätte ihm nicht dazu geraten. Ja, und es ging ihm nicht schlechter, es ging ihm eher besser. Und er war, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren war es das letzte Mal bei mir. Das war die aktuelle Medikation, Grategos 2x450 mg Extrakt. Wie viele Phytotherapeutika müssen wir sie ausreichend hochdosieren? Mhm. Da macht es die Dosis eben. Q10 über 100 Milligramm, Omega-3 ein Esslöffel, Vitamin D 4-5000 Einheiten ist eine vernünftige Dosis. Die vier Sachen hat er bekommen. Und das waren dann die Laborwerte. Vitamin D, ja, ich habe gesagt 100 bis 150 oder 154, mhm. super. Q10, ein gutes Stück weit oberhalb des oberen Normwertes, bin ich auch mit zufrieden. AA zu EPA, ich habe jetzt mal hier das Verhältnis gemessen aus der eher schlechten zur guten EPA, sollte optimal bei 2,5 liegen, er lag sogar ein bisschen drunter, also ich habe es jetzt hier nicht angegeben, aber wir dürfen davon ausgehen, dass er auch einen Index über 8% mhm. aufwies. Und eben dieses NT-proBNP, dieser Laborbelastungswert, der war völlig normal. Das sollte jetzt eigentlich, aber müsste man jetzt jedem sagen, der aktuell eine Herzmuskelentzündung hat, dass dieser Wert bestimmt werden muss, oder? Das, wenn er noch eine Schwäche dann dabei hat. Nicht jede Herzmuskelentzündung macht eine Schwäche, aber wenn eine Schwäche dabei ist, ist in der Regel dann auch der Wert erhöht. Mhm. Ich weiß gar nicht, was er vorher für Werte hatte, aber die waren deutlich höher gewesen. Das heißt, schon mal laborchemisch lässt sich die Herzmuskelschwäche überhaupt nicht mehr nachweisen. Mhm. Und er war vor kurzem noch mal in dem großen Herzzentrum in Deutschland gewesen. Die haben auch noch mal Herzultraschall gemacht. Und die Herzfunktion war bei 55%. Ist also von 35% mäßig bis sehr schlecht auf gute 55% angestiegen. Das ist fast normal. Obwohl schulmedizinisch gesagt wird, ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, aber man kann im Herzultraschall die Herzschwäche und die Erkrankung mhm. fast nicht mehr erkennen. Es ist unglaublich. Mhm. Und nochmal subjektiv, er wandert sehr gerne. Und man muss dazu sagen, der ist jetzt deutlich über 70. Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Deutlich ja. über 70, ist in 15 Jahren ja auch ein bisschen älter geworden. Und er kann 200 Höhenmeter in einer halben Stunde gehen. Mhm. Das machen viele, viele 70-Jährige ohne Herzschwäche, schaffen das nicht. Ja. 200 Höhenmeter in einer halben Stunde und er hat keine Probleme damit. Dürfte er eigentlich nicht können. Wahnsinn. Mhm. Das ist so mein schönster Patient Schön. Mit einer Herzschwäche. Und hier nochmal so ein schönes Bild. Also nicht monoman. Ja, es gibt da nicht das eine Heilmittel, mhm. sondern wir brauchen eine Kombination. Und auch hier, wenn ihr das Herz deutlich geschwächt ist, kommen wir eben da wirklich um Schulmedizin auch nicht herum. Wir dürfen keine Heilungsversprechen aufstellen, aber wir können eine ganze Menge machen und eben immer mit
Herztherapie. Schön, Volker. So schön, sehr ja. cool. Hier nochmal mein Newsletter, wo auch viele Artikel drin stehen und meine Homepage und wo man eben auch den Newsletter mitbestellen kann. Mhm. Super. Vielen Dank, lieber Volker. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ja, tschüss. Ade. Liebe Zuschauer, ja, ein wichtiges Thema aktuell, die Herzmuskelschwäche oder auch Entzündung, und sehr spannend, dass es doch regenerative Prozesse gibt, obwohl der ein oder andere das nicht behauptet. Und ich hoffe, Sie können auch einiges mitnehmen für sich zu Hause. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.